So, guten Morgen, herzlich willkommen an diesem wunderbaren Sonntagmorgen in unserer Gemeinde. Danke, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid und dass wir heute zusammen den Herrn Jesus Christus wieder hochhalten dürfen, sein Wort hochhalten dürfen. Es freut mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, wieder hier zu sein und euch am Dienst des Wortes zu dienen. Es ist wirklich der Herr euch dient natürlich und ich möchte das Wort noch vorab unter das Gebet stellen und wenn ihr es vermögt, bitte erhebt euch zum Gebet, dass wir das Ganze unter den Segen des Herrn Jesus und des Vaters stellen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen für dein Beisein heute Morgen. Herr, hilf uns, dass wir von den Dingen, die uns die Woche vielleicht wegzerren wollten, von dir, vom Denken an dich, vom Erfülltsein mit dir, mit deinem Evangelium, vom Leben aus dir heraus, Herr, hilf, dass diese Dinge jetzt weggetan werden dürfen, sodass sie uns nicht blockieren, dass sie uns nicht behindern, auch natürlich mich nicht, und dass diese stückweise Erkenntnis, Herr, die in uns allen nur stückweise ist, Herr, und das bekennen wir auch, dass sie ein Stück weiter reifen darf jetzt heute. Herr, es ist schon einiges mit großer Tiefe heute, was wir anschauen wollen. Und ich bitte dich, gib doch deinen Segen dazu, was gesagt wird. Gib deinem Wort Vollmacht, nicht mir, sondern dass es Vollmacht ist, die aus dir herauskommt. Nimm weg, was nicht recht ist, was ich sagen mag, und mach groß, was in deinem Sinn ist, Herr. In Jesus' Namen. Amen. So, wir haben heute das Vorrecht, im Kolosserbrief fortzufahren. Und ich gehe auch gleich hinein. Dieser Brief, das sage ich ja fast jedes Mal in der Einleitung dazu, ist regelrecht ein Brief, der regelrecht Jesus Christus atmet. Fast schon, kann man sagen. Der Herr Jesus leuchtet und strahlt wirklich in einer ganz klaren Art und Weise in diesem Brief. Jesus Christus ist das unumstrittene Zentrum dieser Botschaft an die Gemeinde in der Stadt Kolosse, die, wie gesagt, es ja heute dann nicht mehr gibt, die ist dann zerstört worden. Es ist, denke ich, auch nicht ohne Grund, dass Paulus die Dinge, die in diesem Brief stehen, einer Gemeinde so klar erklären muss, auch sagen muss, diese Ermahnungen aussprechen muss. Wenn wir den Brief lesen, also wenn wir das heute lesen, dann wir entdecken viele Themen, viele Aussagen, viele Konzepte. Wir wollen sie hören, wir wollen sie auch im Herzen annehmen, aber wir müssen wirklich diesen Brief mit ganz, ganz wachsamen und offenen geistlichen Augen wirklich lesen. Dieser Brief, vor allem das erste Kapitel, in dem wir jetzt auch heute sein werden, das erschließt sich nicht ganz so einfach. Es ist nicht einfach, tue dies, tue jenes, lass dieses sein, konzentriere dich auf dieses und jenes, sondern Paulus geht hier einen anderen Weg. Er macht Jesus Christus ein ganzes Kapitel lang erst einmal richtig groß und da muss man genau hinhorchen, um ein bisschen auch den Glanz auch wirklich zu erfassen, der in diesem Kapitel ist. Wir haben das letzte Mal zum Beispiel die Aussage betrachtet, dass Jesus Christus der Erstgeborene der Schöpfung ist. Das beim schnellen Lesen, man legt es beiseite, weil es erschließt sich einem nicht ganz so schnell beim geschwind Durchlesen. Und manchmal legt man es weg, weil man es nicht sofort einordnen kann und dann macht man weiter. Und so bleibt es ein blinder Fleck. Oder es ist vielleicht ein Vers, vielleicht kennt man eine Stelle aus einem anderen Teil der Schrift. Es scheint nicht zu passen, Erstgeborene der Schöpfung, aber Jesus ist doch
keine Schöpfung, er ist doch selber der Schöpfer. Und dann legt man es weg. Man versteht es nicht, man kann es nicht lösen und dann geht man halt weiter. Und so müssen wir ein bisschen schürfen und das wollen wir auch heute mit diesen Dingen tun. Es ist auch klar, und das lernt man in diesem ersten Kapitel auch ganz besonders, ein wichtiges Prinzip, um an das Wort Gottes insgesamt heranzugehen beim Studieren des Herrn. Es ist nicht einfach so damit getan, ganz schnell den Wortlaut, so wie er ist, zu lesen und dann weiß man es, dann hat man es verstanden. Also geschwind einfach nur die Worte, die dastehen und auch mit der Betrachtung des Satzbaus und Grammatik und was es so alles gibt, damit ist es nicht getan. Es gibt einen geistlichen Charakter, einen geistlichen Zusammenhang der ganzen Schrift und der Verstand muss einen geistlichen Blick dafür auch, denke ich, im Herrn entwickeln. Ich möchte euch das sagen, dass ich nicht nur das behaupte, sondern ich glaube, dass Gott das auch wirklich so meint. Lasst uns doch, bevor wir diese drei Verse, die wir heute anschauen wollen, im Kolosserbrief, sind nur drei, lasst uns davor einmal in den ersten Korintherbrief ganz kurz gehen. 1. Korinther, Kapitel 2. Das ist eine ganz wichtige Aussage, die uns auch hilft bei dem Verstehen der Schrift, beim Lesen der Schrift. 1. Korinther 2, da geht es um das, wie man Geistliches verstehen soll und wie man es deuten soll. Die Schrift ist sehr geistlich. Gott ist Geist. Es gibt sehr viele Dinge, die geistliche Inhalte haben in der Schrift. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das Evangelium ist eine sehr geistliche Sache, richtig? Das ist nicht einfach so, hier nimm es, trink und fertig ist es. Das ist nicht wie ein Arzneimittel und nimmst es einmal ein. Es ist eine geistliche Sache. Lesen wir 1. Korinther 2, Vers 12. Ich möchte die Verse 12 und 13 lesen, als Vorstufe zu der heutigen Predigt. Paulus schreibt, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Denkt einmal an das, wie man Schrift liest, wie man Worte Gottes liest. Das ist nicht einfach nur, lies eine Illustrierte, lies eine Gebrauchsanweisung. So, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch. Also spricht von sich selbst auch. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht damit getan zu sagen, hier steht der Erstgeborene der Schöpfung. Aha. Erst als Erste geboren worden. So, nein, wir Geistliches durch Geistliches deuten. Wir müssen breiter, wir müssen schürfen, wir müssen gucken, was möchte Gott hier sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und das ist wichtig, mit diesen auf geistliche Wahrheit ausgerichteten Augen wollen wir heute Paulus im Kolosserbrief weiter folgen. Paulus bringt ja gleich im ersten Kapitel den Kolossern viel in Erinnerung. Er bringt in Erinnerung, woher sie im Glauben gekommen sind, wie sie selbst als Gläubige und Gemeinde entstanden sind, wem sie ihre Gemeinde und ihr Leben im Glauben zu verdanken haben. Auch, dass sie selbst nichts dazu beigetragen haben, wie das Evangelium überhaupt zu ihnen gekommen ist. Es ist ja, heißt es ja, zu ihnen gekommen. Sie haben es sich ja nicht selber ausgedacht. Sie haben es nicht sich erarbeitet, dass sie überhaupt damit Bekanntschaft gemacht haben. Es kam zu ihnen. Das haben wir auch in einer der letzten Predigten betrachtet. Und Paulus erinnert sie an all das. Er präsentiert ihnen jetzt Jesus Christus und auch übrigens die Gemeinde, das sehen wir gleich, er präsentiert die Gemeinde auch, die Jesus hat. Und er tut es auf eine Art und Weise, wie sie, die Kolosser, es mit großer Wahrscheinlichkeit noch vielleicht nicht verstanden hatten. Allein, dass Jesus Christus, dass Paulus sagen kann, auf Christus hin wurde alles hingeschaffen.
Es ist ja eine wichtige Sache, die wir letztes Mal angeguckt haben. Wie kann Paulus so etwas sagen? Es muss ja stimmen, es kann ja nicht dann nicht stimmen. So eine Aussage, so eine gewaltige Tatsache und Wahrheit auf so einen hohen Thron hätten diese Leser, das denke ich, Jesus nicht gesetzt. Sie hätten ihn auf einen Thron gerne gesetzt, als ihr Herr, hätten sie gesagt, aber auf ihn ist alles geschaffen worden. Nicht nur, ja, ich brauche ihn für mein Heil und jetzt gehen wir mit was anderem weiter, sondern auf ihn ist alles geschaffen worden. So hoch, das hätten sie nicht einfach so, glaube ich, verstanden. So zentral war ihr Gottesdienst nicht auf Jesus Christus ausgerichtet, nicht von ihm bestimmt. Selbst, ich meine, eine Gemeinde kann nach außen hin ein Schild hinmachen ans Gebäude und sagen, wir sind eine Christusgemeinde. Also gut, es gibt ja sogar, glaube ich, in Irland, glaube ich, sogar eine, die so heißt. Aber selbst wenn ich außen ein Schild hinmache, aber Jesus gar nicht, auf ihn ist alles gemacht worden und er ist gar nicht präsent. Es geht um ihn gar nicht in der Lehre, es geht gar nicht um ihn selbst, um das Evangelium. Wenn es darum nicht geht, was soll dieses Schild? Was soll der Name außen? Was soll das? Und Paulus lässt sich auch nicht beirren. Er packt sie in diesem Brief bei der Realität, die bei ihnen ist, nämlich ein Ausdünnen von Jesus aus ihrem Gemeindepraxisleben. Innerlich wie vielleicht auch äußerlich. Und jetzt muss man sagen, so richtig nach der Erkenntnis, Jesus besser kennenlernen, das Evangelium mehr verstehen, mehr und mehr zu sehen, wie das die ganze Schrift durchdringt, das war nicht der Fokus in dieser Gemeinde. Es wurde nicht gesehen oder, wenn jemand kam und es gepredigt hat, haben sie es vielleicht einfach gesagt, ja, aber das weiß ich schon oder vielleicht ignoriert. Es wurde nicht verstanden, wie wichtig es ist. Das hatte sich daran gezeigt, wie die Gemeinde diskutierte, wie die Gläubigen versuchten, sich Gott selbst zu nahen auch. Und Paulus sieht aber einen Glauben in ihnen, der grundsätzlich wahrhaftig ist und gibt ihnen also Weisung. Und wir wollen weitermachen mit den Versen 18 bis 20 im Kolosser Kapitel 1. Damit wollen wir weitermachen. Heute also keine lange Strecke, sondern nur drei Verse. Ich kann einfach da nicht so schnell drüber gehen, über diese Verse jetzt hier. Das ist viel Tiefe. Wir müssen ein bisschen tiefer gehen heute. Wir können nicht nur schauen, ach, wieso an so einem Strand. Guck mal hier, das ist ein Korallenstrand, Korallenriff. Und das ist schön, wie das Wasser, wie die Korallen durchscheinen durch die Wasseroberfläche. Nein, wir wollen jetzt mal mit dem Schnorchel ein bisschen reingehen und mal unter die Wasseroberfläche schauen, ein bisschen tiefer heute gehen. Kolosser Kapitel 1, Vers 18. Paulus führt seine Reihe an Preisungen des Herrn Jesus weiter und spricht jetzt. Und er, Jesus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, oder Frieden machend, stimmt eigentlich eher, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Ja, also, gehen wir den ersten Vers mal an. Erster Vers. Hier heißt es, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Von der Sprache her, was gemeint ist, ist, Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Es ist nicht, die Gemeinde hat einen Leib und dieser Leib hat jetzt noch irgendwie ein Haupt, Christus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Das heißt, Christus hat einen Leib und der Leib ist die Gemeinde. So ist es gemeint. Gibt es im Griechischen, heißt Apposition, kann man in der Grammatik nachgucken. Des Leibes, das ist die Gemeinde. Ich meine die Gemeinde, so ist es. So, wenn wir heute diesen Vers lesen, dann denken wir uns nicht so viel dabei zunächst.
Denn dass Christus das Haupt der Gemeinde ist, das kennt man ja. Das könnte man sagen. Aber was bedeutet das eigentlich? Müssen wir verstehen. Was sagt Paulus den Kolossern? Also allein, dass Paulus einer Gemeinde aus Gläubigen das sagen muss, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist und damit ihr Haupt, das Haupt der Leser, dass er der einzige und alleinige Grund ist, warum sie sich überhaupt als Christen treffen, Gottesdienste feiern. Damit deutet Paulus schon vorab zum ganzen Rest des Briefes an, ihr könnt eure Religion nicht einfach eigenmächtig und unabhängig von Jesus weiterentwickeln, sondern Christus ist das Haupt. Der wird nicht an Wichtigkeit und Zentralität ersetzt. Er wird nicht beiseite gelegt, nicht im Gebet und auch nicht in der Anbetung und nicht in der Predigt und nicht in der Nachfolge und so weiter. Und Paulus sagt, er sagt ja, Christus ist das Haupt des Leibes, also seines Eigenleibes, und das ist die Gemeinde. Er sagt das ja nach dem Vers, schaut euch mal den Vers direkt davor an, das steht hier. Da heißt es in Vers 17, Kolosser 1, 17, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Dieser Vers steht vor dem Satz, Christus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und dieser Zusammenhang ist sehr wichtig, denn ja, Paulus ist gerade dabei zu sagen, wie umfassend Christus überhaupt aufgehängt ist in seiner Wichtigkeit. Und dieser Christus ist das Haupt der Gemeinde. Wenn alles auf ihn hin geschaffen wurde und er in diesem Textzusammenhang das Haupt der Gemeinde, wenn er so genannt wird von Paulus, dann ist das ganz besonders die Gemeinde und der Heilsplan Gottes für sie, was auf Christus hin geschaffen wurde. Die Gemeinde ist im innersten Zentrum, im kleinsten, also Zielscheibe, ihr wisst, wie eine Zielscheibe aussieht, die Ringe, die alle ein dasselbe Zentrum haben. Die Gemeinde ist im innersten Zentrum dessen, was auf Christus hin geschaffen wurde. Und es ist alles, alles andere auch auf ihn geschaffen worden, aber die Gemeinde ist im innersten Zentrum dessen. Unter allen Dingen, die jemals gemacht wurden, das heißt auch ihr, Geschwister, heute hier und euer Glaube, diese Gemeinde auch, alles auf Christus hin. Wir machen es mal noch mal klarer. Geht mal in Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1. Paulus betont die Wichtigkeit der Gemeinde. Die Kolosser müssen das hören, aus einem bestimmten Grund. Sie müssen es jetzt schon hören, bevor all die anderen Dinge kommen, in Kapitel 2, 3 und so weiter. Warum? Gemeinde ist so wichtig. Wie wichtig ist die Gemeinde? Ich werde mich zurückhalten, wie wichtig die Gemeinde ist, aber diese Verse möchte ich euch zeigen. Ja? Also, Epheser 1, Kapitel 1, Vers 9 lese ich. Und dann lese ich noch, also Vers 9 und 10 und dann ab Vers 22. Epheser 1, Vers 9. Gott, der Vater, hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Das heißt, Gott hat seinen Willen offenbart. Er hat ihn noch nicht ganz, also am Anfang und in der Entwicklung des Schrift, Altes Testament, da ist ein Geheimnis da gewesen. Er hat das, was er damit mit all dem da hinten tun möchte, was das auf sich hat, diesen Willen, das hat er jetzt zu erkennen gegeben. Gibt es noch andere Stellen, die das sagen. Nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat. Und in wem hat er sich überhaupt seinen Willen vorgenommen? In wem hat Gott seinen Willen sich vorgenommen? In ihm, Christus. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Und zwar was zu tun? Alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. In ihm. Nochmal, in ihm. Ihm. Es ist so oft, wie er es sagt. Und bevor ich es erkläre, noch Epheser 1, 22 und 23.
Geschwister, wir sind die Gemeinde, richtig? Wir sind Teil der Gemeinde des Herrn. Und jetzt lest man, wer ist die Gemeinde? Am Ende wird alles in Christus zusammengefasst. Und jetzt Epheser 1, 22. Und alles hat der Vater seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ich selbst musste es sitzen lassen und verstehen, was hier gemeint ist. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Es wäre eine große, große Predigt wert über das Thema. Aber wenn am Ende alles geschehen ist, die ganze Zeit und Zeiten erfüllt sein werden, dann wird es neben Christus und seiner Gemeinde an Priorität, an dem, was Gott am Ende übrig haben wird, was wichtig ist, da wird es daneben nicht mehr so viel anderes geben. Wenn ich jetzt nur diese Verse angucken würde, ja, da wird es nicht mehr so viel anderes geben. Was hier steht, ist gewaltig. Es wird eine Verwaltung geben am Ende, und wer hat sie? In wem ist alles zusammengefasst für die Verwaltung am Ende der Zeiten? Eine Person, Christus. Und worin besteht die Fülle dieses Christus, dieser Verwaltung, die alles in allem erfüllt? Wer ist das? Es ist die Gemeinde. Das ist groß, es ist ganz, ganz gewaltig. Das Haupt der Gemeinde zu sein, ist nicht ein Nebenjob, den Jesus eben auch noch macht, neben allen möglichen anderen Sachen, die er macht. Die Gemeinde ist nicht Gottes Hobby. Sie ist nicht einfach noch halt irgendwas, was Gott irgendwie noch so auch noch tut, neben vielen anderen Sachen. Jesus Christus und die Gemeinde sind die Erfüllung von allem, was Gott wirklich, der offenbarte Wille, das Geheimnis, was Gott wirklich, wenn alles am Ende zusammenkommt, was er wirklich geplant, wirklich gewirkt und zum Ziel gebracht haben wird. So deutlich wie in diesem Vers hier im Epheserbrief ist das an wenigen anderen Stellen nur. Aber im Kolosserbrief ist das die gleiche Sprechart. Es ist die gleiche Sprechart. Denn im Kolosserbrief schiebt Paulus davor, auf ihn ist alles hingeschaffen worden. Und alle Gewalten, alle Herrschaften und alles ist auf ihn hingeschaffen worden. Alles geschieht auf ihn hin. Und der, auf den alles hingeschieht, ist das Haupt eines Leibes, auf den auch hin alles geschieht. Denn dieser Leib ist ja die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also die Zielscheibe wird voll ausgefüllt, eigentlich durch das Wirken von Christus durch die Gemeinde. Die Kolosser sollen sich der Lage, der Bedeutung der Gemeinde bewusst werden. Sie sollen aufwachen aus dem Traum, der sie ein bisschen in ihrer Religionsausübung dahin dümpeln lässt. Jesus wird als Hebel für die Erlösung, als Startpunkt noch verstanden. Aber seine vollständige Zentralität ist nicht bekannt. Es ist nicht bekannt. Und damit auch die Rolle für mich als Gläubige in der Gemeinde, wenn ich nicht weiß, wie hoch Christus steht. Wie soll ich mich selbst in der Gemeinde noch als etwas, als Teil einer so wichtigen Sache überhaupt begreifen? Kein Wunder, dass bei einem solchen fehlenden Selbstbild der Gemeinde wusste das gar nicht wahrscheinlich, dass da kein ständiges Christusbewusstsein da war im Gottesdienst. Es ist natürlich so, dass wir in diesem Brief viele Beispiele noch hören werden, ganz konkrete Beispiele, was sich zugetragen hat. Das werden wir hören, keine Sorge. Aber das erste Kapitel ist noch Vorbau, Christus groß machen, damit sie dann überzeugen kann, damit sie daraus auch leben sollen. Und Paulus zeigt einfach dadurch, da war etwas ganz Wesentliches im Verständnis der Gemeinde nicht eingesteckt. Da war es nicht, da war es nicht, da ist,
nichts, das ist nicht geflossen. Der Strom ist ein typischer Männervergleich. Ja. Der Strom ist nicht geflossen, wie auch immer. Und Paulus fährt mit der Betonung ja fort. Jesus ist das Haupt der Gemeinde ja nicht einfach und dann bleibt er stehen, sondern schaut mal, was er schreibt. In welcher Weise ist Christus das Haupt? Kolosser 1, 18, der zweite Teil des Verses. Er ist der Anfang. In welcher Weise ist Christus das Haupt? Er ist der Gemeinde. Er ist der Anfang. In welcher Weise ist er der Anfang? Er ist der Erstgeborene, Erstgeborene wieder, aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Also, das ist nicht so gemeint, dass Christus der Erste ist, der wieder vom Tod zurückgekommen ist in dem Sinn. Wir wissen aus der Schrift, aus dem Alten Testament, es gab andere, die auch, sagen wir mal, ins Leben zurückgeholt wurden. Aber trotzdem heißt hier, was das Zurückkommen aus den Toten betrifft, hat Jesus, das ist was anderes bei ihm gewesen. Es war etwas Besonderes. Er ist hier der Erstgeborene, wird er genannt. Wieder, was heißt es dann? Er war nicht der Erste, der jemals zurückkam in gewisser Weise, aber er ist trotzdem hier der Erstgeborene. Nun, er ist der Erste, der den Weg durch Tod und Auferstehung aus Überwindung von Sünde gemacht hat. Das ist das, wie er der Erstgeborene ist. Denn das ist, was die Gemeinde ausmacht. Wenn jemand auferweckt wurde im Alten Testament oder in einer Zeit vor der Gemeinde, hätte sein können, dass das einfach eine Auferweckung war. Aber die Leute waren nicht unbedingt dann Teil der Gemeinde deswegen. Aber hier ist das was anderes. Die Auferstehung aus den Toten nach Überwindung der Welt, nach Überwindung der Sünde. Und wenn wir jetzt einmal noch zurückspringen würden in Epheser, ich lese Epheser 1, Vers 20 kurz, was das heißt. Und was Christus damit erreicht hat und was der Vater ihm da angerechnet hat dafür. Da sehen wir in Epheser 1, Vers 20, dass die Kraft Gottes Christus in Christus wirksam wurde, indem er ihn aus den Toten auferweckt und ihn dann zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Also Christus hat durch dieses Überwinden der Sünde, durch das Auferstehen aus den Toten nach Überwindung von Sünde, das ist, um was es hier geht. Auch hier, wenn wir schnell drüber lesen, naja, was mag das heißen, bin nicht sicher, aber darum geht es. Das bedeutet aber für die Gemeinde, für die Leser etwas ganz Wichtiges. Wieder, Christus ist nicht ein Erfüllungsgehilfe, den Gott eben, er hat halt jemanden gebraucht, der ans Kreuz ging. Ich habe halt jemanden gebraucht und er ist eben ein Assistent und der war eben notwendig. So, den habe ich dann für meinen Heilsplan eingesetzt, denn ich brauche ja Jesus als meinen Anwalt, wenn ich dann vor Gott im Gericht stehe. Das ist zu kurz gegriffen. Das ist nicht genug. Jesus ist größer. Jesus ist selbst der Richter. Stimmt, oder? Ja, natürlich. Vor dem Richterstuhl Christi heißt es. Ich möchte eine andere Stelle lesen, wo es auch noch klar wird. 2. Timotheus 4, Vers 1. Wo Paulus an Timotheus schreibt. Paulus steht, denkt er zumindest, kurz vor seiner Hinrichtung. Und er mahnt Timotheus, treu zu predigen. Und 2. Timotheus 4, Vers 1, schaut euch an, was Paulus schreibt. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Wer wird richten? Ja, Gott und Jesus. Ja, aber was steht am Ende? Wer genau wird es sein von den beiden, wenn man sie überhaupt jetzt so strikt trennen wollte? Wer wird richten? Na, der kommen wird in seinem Reich. Und das ist Christus. Christus selbst ist der Richter.
Und dieses Denken, na, ich brauche Jesus, ich muss ihn im Rucksack haben, wenn ich vor Gott im Gericht stehe. Nein, nein, Jesus wird selbst da vorne stehen als Richter. Das ist wieder eins zu kurz gegriffen. Das ist wieder eins zu kurz gegriffen. Ja, Christus ist Haupt und der Anfang des Lebens jedes Kindes Gottes, der Erstgeborene, der für mich überwunden hat. Er hält nicht die Tür zum Heil auf. Er, Stufe höher, er ist die Tür. Richtig? Er ist das Heil. Und so weiter. In ihm gilt es zu bleiben. Es ist nicht, ihn gilt es im Rucksack zu behalten, als Rechtsanwalt, sondern in ihm müssen wir bleiben, müssen in ihm drinnen sein. Johannes 15, das kennt ihr. Und jetzt schaut euch an, um was es als nächstes geht. Kolosser 1, Vers 19, es wird immer herrlicher. Es klingt ein bisschen sehr geistlich, aber Paulus schiebt und schiebt und schiebt Herrlichkeit und macht Christus groß. Kolosser 1, Vers 19, es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Kann man sich das vorstellen, was damit hier ausgesagt wird? Wie schnell liest man auch hier, ja, jetzt komm, schön, aber jetzt gib mir doch was zu tun, gib mir doch was ich machen kann. Ja. Aber nein, lass es mal in dich hinein. In ihm, es gefiel der ganzen Fülle Gottes, es ist die Fülle Gottes, der es gefallen hat, in Christus zu wohnen, und zwar im fleischgewordenen Christus. Ich möchte euch dazu den Kolosser Kapitel 2, wenn ihr eine Seite weiter blättert in eurer Schrift, dann zeige ich euch das nochmal. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich glaube, dass die ganze Fülle Gottes im fleischgewordenen Messias, im menschgewordenen Christus wohnte, dass das gemeint ist. Kolosser 2, Vers 8. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Leibhaftig. Das ist schon recht klar. Es gefiel Gott, seine Fülle in einem menschgewordenen Sohn wohnen zu lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dessen, was Paulus den Kolossern beibringen will. Die Fülle Gottes und auch die Erfüllung, die nach der diese Kolosser ja auch gestrebt haben. Sie wollten Gott am besten greifen, sie wollten ihn am besten, dass er vor ihnen erscheint in der Feuersäule oder wie auch immer. Das wäre ihnen ja so recht gewesen. Sie wollten ja, oh, ich brauche die Erfüllung, Mensch, was machen wir denn, dass wir jetzt erfüllt werden? Diese Fülle ist nicht außerhalb von Christus zu finden, denn sie hat ganz und gar in Christus gewohnt. Wo außer in Christus könnte Gottes Fülle, man kann es auch mit Herrlichkeit, also wenn man es im Hebräischen anguckt, Kavod oder Kavod heißt es im Hebräischen, Fülle, Herrlichkeit, das sind ganz ähnliche Begriffe. Wo könnte denn Gottes Fülle sich sonst wohlfühlen als in Christus? Kann sich Gottes Fülle in einem Tempel aus Stein wohlfühlen, dauerhaft? In einem Haus, das mit Menschenhand gebaut ist? Ist die Herrlichkeit Gottes, die Fülle Gottes, ist sie immer im Tempel in Jerusalem geblieben? Ist sie heute dort noch? Laut Hesekiel ist sie, Kapitel 9 bis 11, sie ist weggegangen. Und sie ist bis heute zumindest nicht zurückgekehrt. Das hätten wir mitbekommen, glaube ich. Ich glaube, dass die Fülle Gottes in anderer Art und Weise zurückgekehrt ist. Apostelgeschichte 7, Vers 47. Da sehen wir das wieder. Apostelgeschichte 7, Vers 47. Es ist die Rede von Stephanus, der Prozess, der dem Stephanus gemacht wird,
Stephanus hat die Juden konfrontiert. Er hat sie konfrontiert mit den Problemen, die sie in ihrem Verständnis der Schrift hatten. Und eine Sache, die sie überhaupt nicht gerne haben wollten, war, dass er gesagt hat, Gottes Herrlichkeit wird nicht in so einem Tempel, wie ihr ihn kennt, da wird sie nicht dauerhaft bleiben. Das wird es nicht sein. Salomo, schaut euch an, Salomo baute ein Haus. Er nimmt Salomo als Beispiel. Dieser große, weise Salomo, ein Haus, hat Gott ein Haus gebaut. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Und Stephanus beweist es sogar aus ihrer Schrift. Er sagt, wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Wo kann Gottes Fülle sich wirklich wohlfühlen, dauerhaft? Ich sage dauerhaft. Kein Wunder, dass Paulus sagen kann, die ganze Fülle Gottes wohnte in ihm. Es gefiel ihr, in ihm zu wohnen. Es gefiel Gott, sie dort wohnen zu lassen. Und der Satz geht weiter in Vers 20. Kolosser 1, Vers 20, der dritte Vers für heute. Kolosser 1, Vers 20. Also es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn, das ist Jesus, alles mit sich zu versöhnen. Daran merkt man jetzt auch, es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Wer ist diese ganze Fülle? Von wem ist die Rede? Von Gott selbst, Gottes Fülle, Gottes Herrlichkeit. Es gefiel ihm, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Indem er Frieden gemacht hat oder Frieden machend durch das Blut seines Kreuzes. Wieder durch ihn, noch Betonung, durch ihn. Sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Es hat Gott dem Vater gefallen. Das ist ganz wichtig. Auch hier, es klingt sehr geistlich, aber die Kolosser müssen auch da geistlicher werden. Sie müssen verstehen, wie viel wert das ist, dass es dem Vater gefallen hat, in Christus die Fülle wohnen zu lassen. Es hat dem Vater gefallen durch den Sohn, durch ihn heißt es, alles mit sich zu versöhnen. Die Betonung ist unverkennbar. Es war das Blut seines Jesu Christi Kreuzes, das der Vater zur Friedensstiftung, und zwar in Wohlgefallen, verwendet hat. Friedensstiftende Opfer, Friedensopfer, Heilsopfer, Sühnopfer und so weiter. Wann hat Gott wirklich Wohlgefallen daran gehabt? Im Alten Testament. Nicht so oft. Nicht so oft. Opfer sind nur dann Nütze, wenn sie Gott wohlgefallen. Nicht nur, dass sie gebracht werden, sondern sie müssen Gott gefallen. Sonst wirken sie gar nichts. Gott muss es gefallen. Es muss Gott gefallen. Verstehen wir, der Vater hat sich versöhnen lassen, aber die Art und Weise, wie es geschehen sollte, und der Mittler, der es tun sollte, die Person und der Weg, den dieser Mittler nehmen sollte, das Kreuz und das Blut, also der Tod, das musste Gott erst einmal gefallen. Da musste einer erst mal gefunden werden. Hätte Gott in seinem Sohn nicht so viel Wohlgefallen gehabt, dass er ihn mit dieser Aufgabe betrauen konnte, dann wäre jegliche Grundlage der Hoffnung der Kolosser zunichte gemacht worden. Und sie haben eine Hoffnung. Kolosser 1, Vers 5. Die Hoffnung des Evangeliums, die Hoffnung, die in den Himmeln für euch aufbewahrt ist. Jesus ist der einzige Faden, der einzige Zwirn, an dem schon bevor Christus überhaupt losgeschickt wurde, an dem hing schon alles. Es gefiel Gott. Wenn jemand die Erlösung wirklich begreift, die für einen selbst in Christus ist, dann kann das, was Paulus hier sagt, das Herz nicht unberührt lassen. Und jetzt noch, da steht in Kolosser 1, Vers 20 steht, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Tja, also viele
glaube ich, es gibt viele Diskussionen, was denn das jetzt hier heißen mag. Und ich möchte euch das nicht natürlich vorschreiben, was ihr da jetzt glauben sollt. Aber heißt es, dass durch Jesus Kreuzestod und Blutvergießen jetzt alles erlöst ist? Alle Menschen jetzt erlöst sind? Alle haben jetzt wirklich Frieden mit Gott? Alles auf der Erde, alle Menschen sind jetzt erlöst? Oder ist dieser Vers ein Beweistext, dass die ganze Schöpfung jetzt Frieden hat? Oder heißt es in den Himmeln, da war auch jemand im Clinch mit Gott und der hat jetzt auch Versöhnung? Oder was heißt das denn jetzt alles? Das könnte man jetzt ja beim schnellen Lesen so meinen. Das Problem ist, dass man wieder vergisst, worum es Paulus eigentlich geht. Will Paulus hier in diesem Satz sagen, Gott hat alle mit sich versöhnt, alle haben jetzt das Heil? Ist das, was Paulus hier ausdrücken möchte damit? Also, ich glaube, wir alle wissen, dass am Ende nicht jeder das Heil haben wird. Allein deswegen kann das schon nicht das bedeuten. Es sind nur wenige, die diesen Pfad, diese enge Pforte finden. Es sind nur wenige. Und nur das, was der Vater dem Sohn gibt, wird zu ihm kommen. Nur das. Also, was will Paulus wirklich sagen? Was will er sagen? Können wir diesen Vers, er hat alles mit sich versöhnt, kann man das einfach so jetzt rausschneiden und sagen, da steht doch, Gott hat alles versöhnt mit sich, ist doch alles getan. Ist es das? Nein, ich denke, die Betonung liegt darauf, dass es Gott wohlgefiel. Christus wird groß gemacht. Es hat Gott wohlgefallen. Christus war so wohlgefällig für den Vater, dass er ihn für diese Aufgabe, jedem und allem und jedem Erlösung und Frieden zu bieten, dass er ihn dafür gesandt hat. Ich habe ganz schön sitzen müssen und grübeln müssen, ob das eine legitime Lesart ist, dieses Satzes. Aber ich denke mittlerweile ja. Das heißt, ich meine, dass Paulus nicht sagen will, dass Gott durch das Werk Jesu allem und jedem den Frieden hier wirklich zugesprochen hat und wirklich angerechnet hat. Das ist auch grammatisch nicht ganz richtig. Schaut mal, das ist in dieser Übersetzung jetzt auch, müssen wir hier gerade schauen, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, steht hier. Aber wenn man genau hinguckt im Griechischen, für uns klingt es jetzt, der Friede ist gemacht worden. Er hat Frieden gemacht, fertig. Alle haben ihn jetzt auch. Aber so ist nicht das griechische Original. Da steht eigentlich, er hat ihn friedenmachend geschickt. Das heißt nicht, der ist abgeschlossen und für alle fertig. Das ist nicht ganz richtig. Aber in der deutschen Übersetzung muss man sich natürlich entscheiden, wie schreibe ich es. Also es kann ein bisschen irreführend sein. Also, Christus wird gegenüber den Lesern erhöht, denn der Zusammenhang ist, Christus, auf ihn ist alles gemacht worden. Er ist das Haupt, er ist der Anfang, der Erstgeborene. Und Gott hat so ein Wohlgefallen an ihm, dass er überhaupt jemanden geschickt hat. Schaut, Kolosser, wie groß Christus ist. Das ist, worum es geht, die große Klammer. Dieser kleine Satz, und daraus dann eine Lehre zu ziehen, alle werden errettet. Also ich möchte da ein bisschen zumindest vorsichtig damit sein. Ich denke nicht, dass Paulus das damit sagen wollte. All das, was auf Erden und all das, was in den Himmeln ist, das heißt letztlich wirklich nur, Christus hat so viel Wohlgefallen bekommen, so viel Fülle hat in ihm gewohnt, dass das Werk, das er getan hat, alles und jedem gelten könnte. Aber nicht, dass jeder die Errettung hat. Das wäre für mich zu viel, für mich persönlich. Und interessant ist aber, selbst diese Aussage ist für die Kolosser eine ganz tolle Ermahnung. Denn all das, was auf Erden ist und sie ganz stark beeinflusst hat in ihrem Glauben, die Leute um sie rum, in Kolosse, das mit den Feiertagen, das mit den Speisevorschriften, all die Sachen, die auf Erden sind und auch all die Sachen, die in den Himmeln sind, das Nicht-Sichtbare,
die Engel und was sie alles versucht haben, so mit Vergeistlichung da anzubeten und alles, was sie getan haben, alles, was auf Erden ist und alles, was in den Himmeln ist, das alles hat nur ein wirkliches Bedürfnis. All diese Dinge, all die Einfluss auf die Kolosse genommen haben, was auf Erden und was sie sich so ausgestreckt haben, das hat nur alles ein Problem, ein Bedürfnis und hat nur ein Ziel. Die Erlösung in Christus. Und wenn ich das weiß, dann lasse ich mich nicht mehr von menschlich festgelegten Feiertagsregeln und Speisevorschriften und all diesen Dingen in meiner Glaubenspraxis bestimmen und ausfüllen. Sondern suche ich nicht darin nach Gott oder nach Gott wohl zu gefallen, sondern dann bin ich reifer. Dann verstehe ich, dass das sind ja Nebelbomben. Ja? Das sind ja Nebelkerzen, die mir die Sicht ja auf Christus verstellen, die mich da wegkriegen. Mich hat das Ganze, interessanterweise hat mich das Ganze an Lukas 10 erinnert. Und das möchte ich jetzt noch lesen. Lukas 10, Abvers 38, eine Stelle, die es nur, ein Bericht, den es nur von Lukas gibt. Und zwar geht es da um Maria und Martha. Eine ganz bekannte Stelle. Aber es ist so, für mich ist es so bezeichnend, es passt hier, ich meine, es passt hier sehr gut ins Bild. Lukas 10, Abvers 38, da heißt es: Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, das ist also Christus und die Jünger, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und so wie ich das verstehe, aus anderen Texten der Schrift kannten die sich auch schon. Wir haben ja viele Berührungspunkte zwischen Maria, Martha, Lazarus und Christus. Martha nahm ihn auf und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Die Maria und Martha, also ich möchte jetzt nicht sagen, die Martha war gläubig und die Maria war gläubig und die Martha hat es nicht verstanden oder war nicht gläubig, das sage ich nicht, aber es erinnert mich total sehr an die Kolosser. Die Kolosser sind noch eher Richtung Martha. Die gehen nicht direkt zu Jesus, die gehen nicht direkt dahin, die setzen sich da nicht hin und hören erstmal ihm zu und gucken erstmal, was er wirklich zu sagen hat, was es über ihn zu lernen gibt. Das macht die Martha nicht, das haben die Kolosser auch nicht gemacht. Und der Maria, die hat es ständig gemacht. Es gibt ja noch mehr Stellen in der Schrift, wo wir die Maria sehen. Und die sitzt jedes Mal zu den Füßen Jesu. Jedes Mal. Die versteht das. Der christuszentrierte Kolosserbrief. Nicht umsonst. Nicht umsonst. Auch wenn wir die ganzen praktischen Sachen noch lesen werden, kommt alles noch. Aber der ganze Vorbau ist ganz, ganz wichtig. Ja, also die Wichtigkeit von Christus, sie drang nicht durch. Nochmal, die Wichtigkeit überhaupt, das Selbstbild der Gemeinde selbst, war zu kurz gegriffen. Das war ihnen nicht klar. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, das sind wir, das seid auch ihr. Diese Gemeinde auch, ob klein oder groß, alt oder jung, spielt keine Rolle. Das ist, was über uns gesagt wird. Das ist die Rolle. Kein Wunder, dass das Glaubensleben der Kolosser durch viele andere Sachen stärker bestimmt war als durch Christus. Dann die Rolle, die Jesus für die Gemeinde hat als Haupt. Auch da, das ist ihnen nicht klar geworden, dass sie, weil er der erste Überwinder ist, der erste Erstgeborene aus den Toten,
durch Sündenüberwindung, dass sie damit mit ihm eine ständige Verbindlichkeit haben in ihrem Leben, die ständig auf dem Schirm ist, die das Leben durchdringt. Das war auch nicht da. Das war nicht da. Nicht so, wie es sein sollte. Also auch das. Und auch das Verständnis, dass die ganze Fülle Gottes in Christus, dass es Gott wohlgefiel, was das bedeutet, dass das Wohlgefallen des Vaters so groß war, dass er überhaupt jemanden geschickt hat. Und das war Christus. Es sind viele Punkte, die auf den ersten Blick sich gar nicht erschließen, wenn wir zu schnell drüber gehen, und die wir auch vielleicht ein bisschen gering schätzen manchmal, vielleicht ihr nicht, aber ich kenne mich selbst, weil wir aus dem Fleisch heraus einfach Dinge haben wollen, wo wir zupacken können. Aber genau dafür werden sie, die Kolosser, ein bisschen gemaßregelt. Sie haben das nicht mit Christus dabei getan. Und so wollen wir versuchen, dass dieser Geist, in dem Paulus das hier groß macht, in uns auch bleiben mag. Und dass wir Stück für Stück das weiter entdecken dürfen, auch im Kolosserbrief. Ich lade uns jetzt noch ein, eine Gebetsgemeinschaft zu haben. Ihr dürft gerne auch sitzen bleiben dazu. Und dürft gerne über die Predigt oder auch von Herzen das auch gebeten, was ihr möchtet. Und ich würde das Gebet dann abschließen.